Leipzig hier im Namen des Aktionsbündnisses zu unserer 7. Demo für alle in Stuttgart. Herzlich willkommen. Toll. Sie lassen sich nicht beeindrucken. Sie lassen sich nicht einschüchtern, nicht abschrecken. Ich finde das ganz, ganz großartig. Denn ich will Ihnen gleich mal erzählen, also der Gegenwind ist ja gewaltig gewachsen. Das haben Sie ja schon gemerkt, wie Sie jetzt auf den Platz gekommen sind. Ja, man versucht uns wirklich zu boykottieren, uns in eine Ecke zu schieben, wo wir nicht drin sind, wo wir auch nicht reingehören. Man versucht uns einzuschüchtern und Angst zu machen. Aber Sie sind trotzdem gekommen und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Ich muss Ihnen eine Sache ansagen, falls Sie heute nicht so gut verstehen, dann liegt das leider daran, dass gestern Abend um 9:30 der Tontechniker, der engagiert war, der hier von der Bühnenfirma fest engagiert war, hier heute hier die Anlage zu stellen, gestern Abend um 9:30 abgesagt hat, mit der Begründung, dass er für uns nicht die Tontechnik machen möchte. Also, deswegen danke ich hier der Bühnentechnikfirma, dass sie es geschafft haben, hier mit einer eigenen Anlage wenigstens, dass wir heute überhaupt hier was machen können. Also vielen, vielen Dank. Ich soll jetzt ganz schnell was ansagen. Wenn hier irgendwo Wahlplakate hier hängen, die vielleicht Leuten von Ihnen nicht gefallen, bitte nicht abreißen. Das ist strengstens verboten. Das ist ja hier, das ist genehmigt, dass sie hier hängen dürfen. Und da darf also keiner sich dran vergreifen. Ja, ich danke erstmal der Musik, dem Lajos Bata, der hier heute wieder für uns spielt. Vielen, vielen Dank. Ich fange jetzt an, wie üblich, mit den organisatorischen Sachen. Wir sind friedlich, wie immer. Wir lassen uns von niemandem provozieren, auch wenn es vielleicht manchmal schwerfällt, aber das ist genau das, was den Unterschied macht. Wir haben es nicht nötig, uns irgendwie in Rangeleien oder auch in verbale Auseinandersetzungen zu begeben, sondern wir wissen, wofür wir stehen und wir stehen fest mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes und das ist das, was den Unterschied macht. Ich bitte nochmal, wir möchten nicht, dass Schilder heute hier hochgehalten werden, die irgendwelche fremden Logos oder Parteiaufschriften oder sonst etwas haben. Also das ist nicht in unserem Sinne, das möchten wir nicht. Und wir bitten Sie, solche Schilder und auch Fahnen oder Ähnliches hier bitte runterzunehmen, falls irgendjemand sowas dabei haben sollte. Das wollen wir nicht. Bitte nur Schilder mit unseren Logos oder eben ohne Logos. Und Organisationsnamen. Was ich auch noch ansagen muss, während unserer Veranstaltung werden wir Flyer verteilen, also Demo für alle Flyer werden wir heute verteilen, aber wir bitten, dass keine anderen Organisationen oder Parteien hier irgendwelche Unterlagen verteilen. Das ist während unserer Veranstaltung nicht erwünscht von uns. Da bitte ich Sie wirklich herzlich, sich dran zu halten, weil das ist letztes Mal ein bisschen schief gelaufen. Da haben einige Leute hier was verteilt, was nicht in unserem Sinne war. Danke sehr. Ja, dann muss ich nochmal und sage das auch gerne an. Wir, ich habe es eben schon gesagt, sind nicht in irgendeiner Ecke. Wir repräsentieren wirklich die Mitte der Gesellschaft.
Und wir distanzieren uns deswegen ganz klar von allen extremistischen Gruppierungen, seien sie rechts- oder linksextremistisch, und rassistischen und antisemitischen Organisationen, Gruppen, Initiativen und Gedankengut. Ja? Damit haben wir nichts zu tun. Danke. Wir haben als Demo für alle, da es ja jetzt auf die Landtagswahl hier in Baden-Württemberg zugeht, die Parteien befragt, die verschiedenen Parteien, die antreten bei dieser Landtagswahl, und haben einige Fragen an sie gestellt, die unsere Themen betreffen, sogenannte Wahlprüfsteine. Und heute am Ende, nach unserem Demonstrationszug bei der Abschlusskundgebung, wird das die Frau Kramer bekannt geben, was die einzelnen Parteien da zu welchen Themen gesagt haben. Also, dass Sie das schon mal wissen, das kommt heute bei der Abschlusskundgebung dann, nach dem Demonstrationszug.